Auf die Plätze, fertig und los geht's. Die neue Rennsemmel von Mini heißt zwar Mini-Coup, ist aber rein optisch kein wirklich gelungener Coup. Das Design des auf der Plattform des Mini Cabrio aufgebauten Dreitürers ist mindestens Geschmackssache. An der gedrungenen Form des Neuzugangs leiden besonders Übersicht und Platzangebot. Andererseits passen in den Kofferraum, seit die Rückbank komplett verschwunden ist, beachtliche 280 Liter. Und obwohl die zwei Passagiere sich sogar über ein wenig Kopffreiheit freuen dürfen, fühlt man sich von dem weit heruntergezogenen Dachhimmel ziemlich beengt. Schade, denn sobald der Motor läuft, macht der neue Mini richtig Laune. Nicht wegen der Spielerei mit dem ab Tempo 80 herausfahrenden Heckspoiler, sondern weil die Fahrwerksabstimmung, wie von Mini gewohnt, hervorragend ist. Kurze Schaltwege, direkte Gasannahme und straffe Lenkung vervollständigen das sportliche Paket. Der angegebene Verbrauchswert für den Cooper S ist in der Praxis nicht einzuhalten. Aber auch 7,6 Liter sind für die gebotenen Fahrleistungen nicht schlecht. In der Anschaffung gönnt uns die BMW-Tochter auch mit ihrem neuesten Modellnachwuchs kein wirkliches Schnäppchen. Für den Cooper S muss der Minifan dann schon 36.000 auf den Tisch legen.